checken wir doch heute mal einen Science-Fiction-Mystery-Film aus dem Jahre 2019 mit unter anderem J.C. Eisenberg in der Hauptrolle und dieser Film heißt Vivarium, das Haus ihrer Albträume. Vivarium, das Haus ihrer Albträume ist ein Mystery-Science-Fiction-Film aus Irland, Belgien und der USA aus dem Jahre 2019 und hat eine FSK 16. Regie führt hier Logan Phillagen, darstellermäßig kam hier unter anderem J.C. Eisenberg oder Morgan Poots. Und der Film hat eine Lauflänge von ca. 98 Minuten, doch um was geht es eigentlich in Vivarium? Gemma und ihr Verlobter Tom wollen sich ihr erstes Eigenheim anschaffen. Deswegen lassen sie sich von einem mysteriösen Immobilienverkäufer ein neues Siedlungsbaugebiet zeigen, das den Anschein eines traumhaften Fleckchens erweckt. Doch plötzlich steckt das Paar in einem Labyrinth aus immer gleichen Häusern, aus dem es einfach keinen Ausweg zu geben scheint. In dem Irrgarten gefangen sind die beiden gezwungen, sich um ein außerweltliches Kind zu kümmern. Ein Albtraum, das ihre Zukunft widerspiegelt oder ein Experiment, das sie an dem Rand des Wahnsinns treiben soll? Das ist jetzt im Kurzen und Groben die Geschichte von Vivarium, das Haus ihrer Albträume und ich habe mir gedacht, wow, da bin ich mal gespannt. Ich habe den Trailer gesehen, habe mir kurz mal die Inhaltsangabe so ganz grob durchgelesen und war irgendwie begeistert, weil nicht nur J.C. Eisenberg dabei ist und Morgan Poots, die beiden haben ja damals, da habe ich eine Review schon dazu gemacht, in Solitary Man zusammen agiert, damals mit Michael Douglas und Solitary Man finde ich einfach großartig und das ist irgendwie lustig, die beiden aus diesem Film, weil ich den Film sehr, sehr gern mag, jetzt hier in einem Mystery Science Fiction Film zu sehen, wo die beiden eigentlich ein Pärchen sind und irgendwie vor der weiteren Zukunft träumen, finde ich irgendwie so eine schmale, aber doch interessante Parallele und weil der Film ein Mystery-Science-Fiction-Film ist. Ja, J.C. Eisenberg ist kein Geheimnis, der kennt ja schon in diesem Horror-Mystery-Genre oder mehr in das Horror-Genre, ist ja schon irgendwie schon zu Hause, kann man sagen, weil wer Zombieland 1 gesehen hat, ein absoluter Klassiker mittlerweile, oder auch Zombieland 2, der weiß, er ist zwar irgendwie immer so ein bisschen im Komödien-Genre zu Hause, aber mal ein bisschen ernsterer Stoff. Da hat er nicht jetzt allzu viele Filme, wenn ich das mal so sagen darf. Und deshalb, weil ich auf Vivarium oder Vivarium, keine Ahnung, ich glaube Vivarium ist das englische Wort dafür, was er da so drauf hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Film, der kann etwas. Ja, muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn jetzt da nicht gut, ich finde ihn nicht sehenswert, aber ich finde ihn allemal nicht schlecht. Warum und wieso, das gehen wir Step by Step mal durch, weil allein die beiden, J.C. Eisenberg und Morgan Poots, sind eigentlich ganz in Ordnung von der schauspielerischen Leistung und vor allem Morgan, die hat etwas, wo ich sage, in diesem Film, ja, die spielt mehr auf als wie J.C. Eisenberg, wenn ich das mal so sagen darf, und kümmert sich auch irgendwie so mal, spielt sie den Part des Partners, dann den Part der Mutter und muss irgendwie so ein Zwischending finden und nebenbei auch im Hinterkopf behalten, was machen wir eigentlich da, wie kommen wir hier irgendwie wieder vernünftig wieder raus, weil leben könnte man dort eigentlich rein theoretisch, weil Nahrung wird immer zugeliefert, es gibt fließend Wasser, es gibt ein ganz normales eingerichtetes Haus, aber doch, man ist alleine und alles sieht draußen komplett gleich aus, das ist schon irgendwie leicht verstörend und irgendwie doch interessant und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, zu der Story. Ich muss sagen, bis zur ersten Hälfte, oder generell bis zur Hälfte des Films, finde ich die Story und alles, was hier so passiert, spannend. Nur dann gibt es irgendwie so eine Art, naja, Kaugummi-Effekt, weil die Story zieht sich, obwohl der Film nur 98 Minuten lang ist, dann irgendwie bis zum Showdown und der Showdown ist auch nicht irgendwie jetzt der Knüller, beziehungsweise das Ende ist doch irgendwie zum Großteil vorhersehbar, das so habe ich es wenigstens zumindest empfunden und muss sagen, da wäre wieder so viel mehr drinnen gewesen. Ja, die Story finde ich im Großen und Ganzen zwar jetzt nicht jetzt die originellste der letzten 10 Jahre, aber dennoch eine spannende Story und das, was hier so dargestellt wird, auch von den beiden, sie kommen in diese Stadt und versuchen irgendwie rauszukommen und es funktioniert aber irgendwie nicht. Klar, man kann jetzt sagen, das ist vielleicht übertrieben, manche Sachen sind etwas zu unrealistisch oder doch ein bisschen zu drüber, aber ich finde es bis zur Hälfte ganz okay, beziehungsweise sehr sehenswert und dann bricht der Film immer mehr ins Negative, weil es passiert dann irgendwie auf einer gewissen Art und Weise nicht wirklich was und es werden irgendwie so Szenen eingefügt von unter Anführungszeichen einem Alltagsleben, wo ich mir denke, naja gut, wie oft wird das jetzt noch gezeigt oder kommt mal was, wo ich sage, okay, das finde ich jetzt da spannend und gut. Ich finde der Kaugummi-Effekt dann in der zweiten Hälfte etwas schwierig, aber ist leider so.
Die Musik finde ich zum großen Teil wirklich spannend, die finde ich passend, aber so ab der zweiten Hälfte, da kommt die Musik irgendwie too much rüber. Es schwingt immer diese Musik, diese Melodie oder dieser Ton, und ich finde die einfach ein bisschen too much, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Effekte, die finde ich zum größten Teil eigentlich ganz in Ordnung, vielleicht etwas zu künstlerisch, aber man muss sich bedenken, wir sind in einem Science-Fiction-Mystery-Film und da nicht in der realen Welt, beispielsweise wie in einem Drama oder einem Thriller. Und so wie das hier gezeigt wird mit den ganzen Effekten, das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ist definitiv ein Pluspunkt. Und die Kamera ist leicht knallig, wenn uns diese Häuser sind. Alle Häuser sind komplett in derselben Farbe, ist alles komplett grün. Und sonst muss ich sagen, als Science-Fiction-Mystery-Film nicht zu hektisch, nicht zu überdrüber, finde ich eigentlich auch passend. Aber dennoch, für mich ist der Knackpunkt eigentlich, dass der Film in den ersten 45 Minuten sehenswert geworden ist, spannend geworden ist und dann Stück für Stück immer bis zum Ende bricht. Und deshalb muss ich den Film leider oder kann den Film nicht mehr geben als wie 6,5 von 10 möglichen Punkten im Genre und als gesamten 6 von 10 möglichen Punkten oberes Mittelmaß. Aber ich bin irgendwie doch ein bisschen enttäuscht. Hätte ich mehr Drive erwartet, ja, vor allem in der zweiten Hälfte. Was heißt drum? Kennt ihr schon Vivarium, das Haus ihrer Albträume? Dann schreibt es mir in die Kommentare rein, wenn ihr keine Reviews mehr verpassen wollt. Ihr wisst es ganz genau. Einfach abonnieren und die Glocke drücken. Und wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn nicht, dann lasst es bleiben und schaltet doch einfach weiter. Und ja, das war's. Wir sehen uns ganz sicher bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, auf Wiedersehen.